Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Prey. Auf der Talos. Achtung, ich habe keine Ahnung. Jegliche Fracht hat von zuständigen Mitarbeitern gescannt und automatisiert werden. Machen wir weiter. Mit, ich habe keine Ahnung. Hallo Dr. Igwe, ich habe Sie gerettet, aber wahrscheinlich nicht für lange. Aber Sie werden hier ersticken. Dr. Yu, ich möchte mich erneut für die rechtzeitige Rettung bedanken. Ja. Ich hoffe, Sie erinnern sich an mich. Dr. Igwe. Dayo Igwe. Ihr Bruder, Alex, hat mich auf die Station geholt, um die Neuromod-Forschung zu leiten. Ich habe eine, aber keine Fähigkeitenvorlage. Habe ich aufgehoben. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt. Hier, Sie können das sicher besser gebrauchen. Danke. Das ist sehr nett. Morgen? Oh, hi. Ich dachte... Ich weiß nicht, was ich dachte. Schön, Sie zu sehen. Hi. Stellt Transtar eine Rettungsmission zusammen? Ich war im Treibstofflager, als das Feuer ausbrach und alle wegrannten. Aber sie rannten nicht vor dem Feuer weg, sondern vor diesen Gestalten. Ich hab sie getötet. Ich hatte das Feuer eingedämmt und wollte zum Treibstofflager, als Officer Rose kam und mich rausholte. Gott sei Dank. Ich wusste nicht, was los war. Nichts von diesen Dingern. Alle, mit denen ich gearbeitet habe, sind tot, oder? Viele. Vielleicht war ja eine der Kreaturen für die Explosion im Treibstofflager verantwortlich. Sind sie intelligent? Haben sie das geplant? Ich habe gehört, dass alle Fluchtkapseln defekt sind. Alle? Wie ist das möglich? Keine Ahnung, aber die waren vorher schon defekt. Und das werden wir noch herausfinden. Innerhalb von 6 Stunden nach Vorfall ausfüllen, blabliblub. Der Unfall ereignete sich während eines Treibstofftransport. Die Explosionsschutzwände hielten stand. Sie sind nun geschlossen und der Schaden eingedämmt. Wir haben im Inneren aber Besatzungsmitglieder verloren. Der Strom verschiedener Frachtsysteme ist ausgefallen. Ich kriege nicht die nötigen Ressourcen, um reinzukommen. Alle sind beschäftigt. Keine Ahnung, warum ich das hier ausfülle, aber ich weiß nicht, was ich sonst noch machen soll. Die Talos fällt auseinander. Ja, lesen wir gleich, ne? Oh, das dürft ihr behalten. Das Essen könnt ihr haben. Wenn ich doch nur die Stromversorgung rechtzeitig erreicht hätte. Ach, Quatsch. Alles gut. Und ist auch noch jemand? Oh, hier leben ja noch so viele. Okay. Captain Elazar hat sich Sorgen um Mika gemacht. Danke für... ...außerhalb des Schiffs geschwebt hat. Wäre er dort geblieben... Was macht es? Oh mein Gott, hat es... Ich glaube, mir wird schlecht. Was? Es hat gerade noch so ein Ding erschaffen. Es hat es aus Enochs Leiche gezogen. Leiche? Ich weiß nicht. Es hat ihn vielleicht gerettet. Könnte immer noch Enoch sein. Sieht das etwa so aus? Sam, versprich mir, dass du mich tötest, falls ich je so enden sollte. Ja. Sarah wird uns hier rausholen. Sie hat uns so weit gebracht. Wo ist das Vieh hin? Wir sind hier sicher. Vorerst. Ich mach mal einen Rundgang. Hallo. Warte. Nee. Ah, da. Komm. Komm mal raus, Weber. Danke. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Ich geh erstmal runter. Haben wir ja noch irgendwo... Rechtzeitig rausgezogen, Tja, du lebst gefährlich, wenn du so mit dem Feuer spielst. Ich werde dir das nächste Mal vorher Bescheid geben. Ich bitte darum, das wäre nett. Komm, die Stimme her. Naja, ich komme später wieder und Sie sehe nach dir. Zum richtigen ich danke dir, Al. Ach, da hinten. Oder wie? Ach, ich verstehe es nicht. Ja. Hi. Du siehst aus wie Show. Also, es ist nicht böse gemeint. Wahrscheinlich Gott, wie diese Dinger sich bewegen. Ähnliches, so krank. Naja,
sind andere Lebewesen, ne? Aber es sind immer noch Lebewesen. Nicht doch. Morgen, Yu. Sie sind also dem Simlab entkommen. Ja. Ja, ich wusste Bescheid. Ich habe mir die Protokolle angeschaut, als es hieß, dass sie degradiert wurden. Ah ja. Und was sehe ich? Dass sie ins Simlab ein, aber nie ausgecheckt haben. Weiß nicht wie, aber sie konnten wohl fliehen. Ja. Genau wie diese Viecher, von denen ihr Bruder meinte, dass sie nicht ausbrechen können. Hätte gern bessere Nachrichten. Wir halten hier gerade so durch. Mhm. Unsere Standard-PPNs sind gegen diese Dinger ungefähr so hilfreich wie Wasserpistolen. Ja. Wir kommen nur durch Frachtraum B zur Talos zurück und der ist verriegelt. Mhm. Zu unser aller Sicherheit. Sie wollen den Code? Dann befestigen Sie unsere Stellung. Das heißt Auslöscher. Und zwar jede Menge. Dafür brauchen wir aber den Fabrikatorplan und einen intakten Fabrikator. Ja. Wir kommen weder an das eine noch an das andere. Okay. Der Fabrikatorplan liegt im Tresor vom Sicherheitsbüro, das dank des Rumpfbruchs unerreichbar ist. Mit einem Anzug können Sie aber einen Spaziergang machen. Wir brauchen dringend zusätzliche Feuerkraft. Tja, ich weiß nicht, was Sie vorhaben morgen. Aber denken Sie dran, wichtig ist nur noch, wie Sie die Leute behandeln, die noch am Leben sind. Warum ist Mika nicht bei Ihnen? Wollen Sie sie in die Lobby bringen? Oder in Ihr Büro? Ah! Oh, sie ist noch im Büro. Ist hier eine Bereichskarte drin? Die Aufzüge sind nicht grundlos versiegelt worden. Nicht, ob es die Aliens davon abhält, sich durch die Station zu bewegen. Na, nicht wirklich. Die haben ihre eigene Methode, sich zu bewegen, leider. Okay, hier ist nur ein Operator. Ach, hier, ne? Außenbereich. Aber der ist nicht mit Strom versorgt. Frachtraum Energiesteuerung. Und da ist Strom. Energiestation, okay. Ah ja, jetzt sehe ich es auch. Wie hätte ich das nur nicht... Danke, dass Sie Mika gerettet haben. Hätte keiner von uns geschafft. Nicht mal Elazar. Dr. Yu, ich hörte, Sie haben im Frachtraum die Leiche eines Schmugglers gefunden. Quinton Purvis? Mika hat mich informiert. Ich kannte ihn. Ich wusste nicht, dass er etwas mit dem Schmugglerring auf der Station zu tun hatte. Ich dachte, er wäre ein Freund. Ich habe mich wohl blenden lassen. Es gab so viele Schmuggler hier. Das hätte man nicht ahnen können. Außerdem hatten sie ihre Begründung, ne? Stromstalltafel. Ach, Ziele, okay. Muss ich wohl erstmal dahin. Hier sind ja gerade keine. Oh, ich muss von da aus dahin, ne? Hui! Okay. Mach nochmal Licht an, ne? Ich muss wahrscheinlich von oben hin, ne? Ich meine, ich komme hier hin. Ist hier irgendwie? Nein. Danger. Danger, danger. Ich komm hier hin. Komm ich hier hin? Nein. Fuck. Verdammt. Verdammt mich nochmal. Ach, hier muss ich hoch, ne? Nein! Morgen, Yu. So. Sie hätte mich ja auch wieder geschlagen.
Was esse ich denn jetzt mal? Ich hatte gehofft, dass ich irgendwann von irgendwas weniger habe. Ah ja, hier. Komm. Komm. Ich esse mal alle. Nimm dafür Alien-Material mit. Ah, da. Stromkreis passt. Fabrikator läuft. Sie haben es geschafft. Ja, wir brauchen sie noch, also kommen sie heil zurück, ja? Ja, komm. Ich mache jetzt erstmal hier mein Ding wieder. So, die kann auch weg. Das ist die andere Glukanone, ne? Ne? Ja. Hatte ich die nicht besser modifiziert? I don't know. Vielleicht noch nicht. Kann ja sein. Cool. So, jetzt können wir hier nochmal rein. Hier lagen nämlich noch ein paar Sachen rum. Warte. Hab ich schon sortiert? Nein. Bis ich meine Daten aktualisiere, wie wäre es mit Replayer als Passwort? Das vergesse ich nicht so schnell. Ah ja, ach so, das Passwort erhalten. Hinten ist immer noch Dings. Oh, warte mal. Los, ha? Ich gehe mal wieder von der anderen Seite. Komm ich, glaube ich, besser an die Sachen ran. Ist hier noch was? Außer, dass da vorne anscheinend jetzt wieder mal... nee, sind die anderen Phantome, ne? Ich komme gleich zu euch. Es sei denn, es ist die Hauptquest. Dann mache ich erst was anderes. Ah ja, okay. Aber warte mal. Okay, das war laut. Ups. Das ist noch eine Rohrzange. Okay. Okay, warte. Da drüben ist noch was. Das hab ich gesehen. Ah, Waffen-Upgrade. Okay, Schrotflinte. Nachladegeschwindigkeit. Rückstoß ist marginal. Bis jetzt. Ich hab alles, ne? Ja, gut. Dann gehe ich mal. Zumindest aus dem Bereich. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich habe so viel zu tun und ich habe noch ein paar Dings bekommen.
Rückstoßschaden auf den Angreifer zurückwerfen. Okay, das klingt cool. Ah, hier muss ich auch erstmal wieder, ne? Was hab ich hier? Erhöht den Waffenschaden gegen markierte Gegner. Ist halt alles cool, ne? Neuromats habe ich, glaube ich, noch nicht wieder so viele, ne? Ich brauche halt noch zwei. Ich meine, ich glaube, ich könnte wieder welche herstellen. Oh, was haben wir denn hier? Soll ich die absenken? Aber wo sind die? Oh, das sind die hier, ne? Oh. Hier hin. Ich nehme mal alles mit, was ich kriegen kann. So. Sehr nice. Das können wir noch gebrauchen. Gerade die Schrotflinte. Das kann hier unten auch noch gebraucht werden. Stell die mal hier ab. Für den Fall der Fälle. Ich glaube, durch den einen sind wir reingekommen, ne? Oh, ja, okay. Ah, ja. Okay, ja. Rotzocker nehmen wir nochmal mit. Effekt der Lüfte auch. Au. Das ist echt keine schöne Art zu sterben. Also ich meine, ne, es gibt... Ja. Viele hässliche Tode und das ist einer davon. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich meine, wir wissen nicht, wie schnell es ging und wie viele Schmerzen sie hatte, aber... Zerquetscht werden stelle ich mir jetzt nicht so geil vor. Um ehrlich zu sein. Bestimmt ziemlich ungeil. Oh, daneben steht ja gleich der Fabrikator. Bin so dämlich. Ja. Na, den Alkohol habe ich ja jetzt schon weggesoffen, ne? Hätte ich jetzt wunderbar da reinpacken können. Naja. Was willst du denn, ne? Was willst du machen? So, Neuromod. Geh mal her. Können wir das nämlich gleich machen? Dass man dafür Neuromods braucht, aber gut. Was halte ich denn? Zielerfassung? Rohrzange haben wir schon drinne. Ich nehme mal Schrotflintenkrit, ne? Glaube ich. Ja. Ich nehme mal Schrotflintenkrit. Weil ich nehme schon sehr häufig die Schrotflinte. Das passiert schon echt sehr häufig. Nochmal.
Krieg ich noch einer hin? Ja, cool. So. Dann gucke ich mal. Also ist Effektivität von Medkits, ne? Aber da habe ich so viele von. So. Ja. Zu 100%. Okay, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich beim Schleichen schneller bin. Aber gut. Das kommt wahrscheinlich noch. Keine passende Schlüsselkarte, aber das ist nicht so wichtig. Das ist nicht so schlimm. Ich wollte eh nochmal auf die Dings gucken. Auf die Ziele. Genau. Das ist Hauptgeschichte, das will ich eigentlich noch nicht machen. Wir müssen noch im Kraftwerk suchen. Und, ne? Ne? Deswegen würde ich sagen, es hat Vorrang. Auch wenn alle sauer sind. Ich habe noch Dinge zu tun. Verdammt. Ich hätte mal runterholen sollen, ne? Komm mal. Falls man dich doch nochmal braucht, ich sollte dich auch ausfahren. So. Ist auch noch einer. Gut. Nur für den Fall der Fälle. Ah. Okay. Cool. Hat mir jetzt nicht so viel gebracht. Warte. Was mir aber was bringt. Wo wollen sie hin? Nach draußen. Ich habe noch zu tun. Nehmen sie doch einfach die Tür. Nein. Oh, ist noch alles abgeriegelt. Ja, ja. Alles gut. Ich gehe in den Außenbereich. Und schau mal, was ich machen kann. Ich meine, ich kann, Genia sowieso nur über den Außenbereich erreichen, ne? Das wird sowieso schwierig. Naja. Schauen wir mal. Wir haben ja noch so viele Möglichkeiten, das hier zu beenden, habe ich das Gefühl. Also, da kommt noch ein bisschen was auf uns, zu. Ich meine, da war ja noch irgendwie ein Ausweg, außer Alex' Fluchtkapsel. War da nicht noch was? Da war doch noch was, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, da war noch was. Ja, und wir können natürlich auch das Ding hier in die Luft fliegen lassen, ne? Bye, bye. Ciao, ciao. Mikrogravitation entdeckt. I don't know. Ich hab mittlerweile echt Bedenken, ob das hier überhaupt echt ist. Naja. Mal schauen. Also dieser Fehlstart geht mir halt nicht aus dem Kopf. Dankeschön. Gleich mal verwenden. Okay. Das ist noch eine Leiche. Systemalarm. Reparaturbedarf. Bitte kontaktieren Sie einen Techniker. Ja, ja. Vorhin sind auch Aalreste. Ja, natürlich. Der schwebt ja einfach durch all. Ach ne, sind ja gar keine Aalreste. Das ist benutzter Plastikschlauch. Und eine durchgebrannte Platine. Ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt. Im Weltall, sorry. Systemalarm. Reparaturbedarf. Ja. Bitte kontaktieren Sie einen Techniker. Okay. Mach ich. Mach ich später.
So, hier sollte auch noch irgendwo eine Leiche rumfliegen, ne? Ach, da vorne. Hallo, menschliche Leiche. Ich würde dich anditschen. Danke. So, Fabrikatorplan. Leiche, aber ich glaube, da waren wir doch gerade, ne? Reparaturbedarf. Bitte Rumpfdurchbruch, Frachtraum. Okay, warte. Was bist du? Mal kurz in die Waagerecht bringen. Glaube ich. Ja, doch. Und wenn ich über Kopf stehe. Hauptsache, ich habe das Gefühl... Ne? Achso, hatten wir schon. Ich den Kopf, ne? Ja. Naja, alles andere natürlich auch. Okay. Ich gehe da mal. Muss mal gucken, wo ist Jean? Mehrere Ziele. Mehrere Ziele. Das hat dieser, Bitte kontaktieren Sie einen Techniker. Oder geht's da wieder in den Frachtraum? Fabrikatorplan? Was? Ernsthaft da drinne? Oder wie? Wenn er hier ist. 0377. Hab's. Glaube ich. Angefunden. Hier. Hätten wir die Geschütze doch nur früher gehabt. Suchen Sie das nötige Material. Der Plan ist nur die halbe Miete. Sobald die Geschütze stehen, kann ich es kaum erwarten, unsere neuen Freunde zu begrüßen. Ich könnte mich auch allein um sie kümmern. Warte. Hey Lane, hier ist Gus vom Frachtraum. Haben Sie einen Reployer von der Erde bestellt? Was bestellt? Reployer. Das ist eine Maschine. Eine Maschine? Wozu ist die gut? Tja, das weiß ich nicht. Ich hatte gehofft, Sie könnten es mir sagen. Soll das ein Witz sein? Ich hab zu tun. Sie sind Industriedesigner, deshalb dachte ich, Sie wüssten es. Sie wissen wohl nicht, was ich tue. Und ich habe keinen Deployer bestellt. Reployer? Fragen Sie doch in der Technik nach. Hab ich schon. Ich habe alle gefragt. Niemand hat ihn bestellt oder weiß was davon. Seltsam. Gut. Vielleicht komme ich heute Abend runter und sehe mir das Ding mal an. Das wäre wunderbar. Danke, Lane. Ja. Naja, vielleicht erinnert sich nur keiner dran, weil, Neuromods? Na, irgendwer wird das Ding schon bestellt haben und das dann vergessen haben, weil eine Mod entfernt wurde. Ne? Komm hier rein? Oder ist noch zu? Das funktioniert nicht. Das ist Teil der Absperrung Ihres Bruders. Toll. Der Hauptaufzug und alle äußeren Luftschleusen. Wenn Sie nichts dagegen tun können, stecken Sie fest. Er versucht und bringt dabei alle in Gefahr. Ja. Oh, Luftschleuse Kraftwerk. Da muss ich hin, ne? Da muss ich hin. Ah, da komme ich auch nicht rein, ne? Rumpfdurchbruchkraftwerk. Das klingt doch super. Nein, eigentlich nicht, aber. Das klingt etwas nach einem Ort, wo ich Jean finden könnte. Da rein. Ich meine, ohne mich zu verletzen. Kannst du den Kopf einziehen? Warte.
Sag mal, wie weit ist eigentlich mein Dings vorangeschritten? Okay, ja gut. Bisschen halte ich wohl noch aus. Okay. Zumindest eine. Okay, hier ist nichts drin. Oh. Oh, hier. Erstmal treffen. Mika, wir müssen reden. Komm mal in mein Büro, sobald du Zeit hast. Morgen. Hey Miguel. Miguel. Können Sie mir helfen, Jean Four ausfindig zu machen? Ich weiß, dass sie nicht zu ihrem Team gehört. Oh, sie ist weiblich. Aber ich habe sie gebeten, aus der Lebenserhaltung runterzukommen, um die Energiewandler für die Klimasysteme zu überprüfen. Wir hatten den ganzen Tag Beschwerden über fehlerhafte Klimaanlagen. Sie ist vor ein paar Stunden heruntergekommen. Seitdem habe ich nichts mehr von ihr gehört und ich kann sie nicht über ihr Transcribe nicht erreichen, Michaela. Ich werde mich umhören und die Augen offen halten. Ich bin sicher, sie wird bald wieder auftauchen. Ich bin hier! Ich bin hier. Also, ne, Jean und so. Ich bin nicht, zwar nicht Jean vor, aber bin eine Jean. Und ich krieg das bestimmt auch hin. Oh, hier, ne? Was ist das? Ist das nicht der Raum mit den vielen Neuromods vorm Fenster? Zwei davon haben wir gefunden. War das nicht drei? Die rumgeflogen sind. Das ist der Raum, ne? Wo ist die dritte? Fliegt die auch irgendwo rum? Muss ja. Ich meine, die anderen sind ja auch hier hinten rumgeflogen, ne? Kann ja nicht verschwinden. Hallo. Neuromod? Wieder in die Waagrechte. Oder waren das nur zwei gewesen? Oder bin ich gar nicht da, wo ich denke, dass ich bin? Naja. Nehmen wir auch nochmal mit. Nein. Okay. Okay. Haben wir da unten noch was? Nein, ist rum. Was gibt's denn hier außer Psychhypo und Neuromods? Hier den Anrufbeantworter abhören, den Drucker benutzen. Ich mach alles. Solange es mich voranbringt. Wow. Na gut, ich würde auch sinnlos rumfliegen, also. Oh, da hinten. Das Ding, was ich weggeschmissen habe. Glaube ich. Hui. Ansonsten ist hier nichts, ne? Aber wir haben wieder Neuromods. Fünf Stück. Nice. Komm. Schadet ja nicht. Ich hätte schwören können, hier ist noch einer. Piu. Na, Exit ist das ja jetzt hier nicht mehr, ne? Bring Feueralarm ist an. Ich glaube, das Büro ist nicht mehr zu retten. Aber wo ist Jean? Oh. Geh mal her. Okay, der ist immer noch zu. Fliegt er hier als Leiche rum. Komm mal her. Kumpel.
Komm, Kumpel. Ja, ja. Aufgebracht. Nur Ersatzteile. Okay, also der Durchbruch hat uns rein gar nichts gebracht. Schwebt hier irgendwo eine Leiche rum? Vorzugsweise menschlich? Vorzugsweise, ja, leider Jean. Also quasi Namensvetter von mir. Vetterin. Ihr wisst, was ich meine. Ich muss Jean finden, tot oder lebendig. Ist halt beides, ne? Warte. Da, ne? Gehe ich mal von aus. Wäre was Offizielles. Oh, Chad, ja. Immer schön aufs Köpfchen achten. Hab ich mir fast gedacht. Brüderchen, Brüderchen. Ich meine, man hätte noch mit mir reden können. Jetzt wird's schwierig. Jetzt wird's echt schwierig, ne? Da waren wir ja gerade, ne? Hm. Vielleicht sollte ich tatsächlich zurück erstmal zum Frachtraum, ne? Ich glaube, ich sollte zurück zum Frachtraum. Da war ja nichts, ne? Also hier. So, wo war der Frachtraum? Psychotronik? War das da vorne? Ich war so noch nicht so oft hier draußen. Ist das hier? Oh, die Erde. Wollen wir hinfliegen? Kleinen Abstecher. Maschinenlabor. Na, dann war es, glaube ich, nicht da, ne? Aber hey. Die waren wir, glaube ich, schon mal. Oh, warte, wo? Das Vieh? Da vorne, ne? Wahrscheinlich. Hallihallo, Hallöchen. Dankeschön. Und du warst? Ja. So, und wenn das jetzt nichts bringt. Oh. Ah, toll, wir kommen nicht rein. Das bringt mir schon was, aber nicht jetzt. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Bruder, kannst du mich nicht reinlassen? Oh, warte mal.
Hat noch Zeit. Merke ich gerade. Das Spiel wusste, dass wir wiederkehren. Deswegen auch die erhöhte Sicherheitsstufe. Das hätten wir zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch gar nicht machen können. So. Wow. Dankeschön. Jetzt kriegen wir die hinterher geschmissen, ha? Huh? Eieiei, Kaninchen, ärgert mich doch nicht so. So. Mal gegen die Tür rennen. Habt ihr keine Hobbys? Oh, Schrotkarton. Das ist ein nettes Hobby. Okay. Oh, das ist eine menschliche Leiche. Ich flieg mal so ein bisschen in die Richtung, ne? Vielleicht, ne? Man weiß ja nie. Ich glaube, wir waren zwar schon da, aber... Wo ist das? Die Sonne? Wow. War ich schon bei dir? Ja. Okay. Aber schon irgendwie cool, ne? Also ich bin so richtig, richtig fasziniert vom Weltall, ne? Ich würde zwar nie im Leben, also wirklich nie im Leben hier allein, also ne, im Real Life raus. Nicht wegen sowas, weil das ist wirklich unwahrscheinlich. Das hier. Ne, aber alter Falter, ist das cool. So richtig cool. Also alleine das hier schon, ne? Das hier. Und das ist nur ein Spiel. Also VR wäre vielleicht noch ein bisschen Ticken cooler. Wenn man hier so im VR irgendwie rumdüsen könnte. Hätte ich auch gern sowas. So VR-Dings. Weltraumgedöns. Ah, das hier, ne? Das hier alleine. Schon echt, echt cool. Ach, da. Bewege mich. Da muss ich hin, ne? Ich glaube, da muss ich hin. Hoffe ich. Oder? Systemalarm. Reparaturbedarf. Bitte kontaktieren Sie einen Techniker. Der. Ist also klar. Okay, dich habe ich auch schon. War hier nicht irgendwo der Eingang? Naja. Ich folge einfach mehreren Zielen und dann... Passt das schon? Ach da! Da ist der Eingang. Ich komme mal wieder rein. Ja, danke. Dankeschön. Oh, ich kann bald den Part wieder beenden. Sehe ich gerade. Ich glaube, ich kann sogar schon den Part beenden. Ich gehe nochmal zum Fabrikator. Und dann gucken wir mal, ne? Schauen wir mal. Immer mit der Ruhe. Und dann mit dem Ruck. Wollen wir? Oder? Nicht. Naja, wir wollen. Und wir können. Das klingt gut. Nö. Okay. Mobiles Geschütz. Okay, cool. Warte. Das kann auch da rein. Komm. Was brauche ich denn für das mobile Geschütz? Und wie viele brauchen die? Haben wir doch hier stehen.
Protokoll. Warte. Warte. Eine Idee, was ich mache. Hier hätte ich auch noch einen stehen irgendwo. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Einmal bitte tragen. So, dann hatten wir hier noch einen stehen. Okay. Fehler. Charakteranpassung benötigt. Ja, ja, komm. Hier war doch irgendwo noch ein Schrott, das ich hätte reparieren können. Dann haben wir schon mal 4. So. Ich habe 4 Stück. Kann mal jemand tragen helfen? Pff. Ernsthaft? Kann mal jemand tragen helfen? Ich habe hier 4 Stück. Hallo, ist hier noch jemand? Irgendjemand? Bitte. Ich meine, ich bin stark, aber ich kann nicht 4 auf einmal tragen. Leider. Ich lese gleich E-Mails, wenn gleich keiner kommt. Oh, du bist hier. Na, von dir will ich das nicht. So. Dr. Ebers über vorübergehende Versetzung. Okay. Mr. Whiteman, Dr. Dio Igwe wird vorübergehend ihrer Abteilung zugewiesen. Ich habe ihn gebeten, ihn nicht im Weg zu stehen und Kontakt mit dem Frachtraum besitzt, der sich um einige eintreffende Materialien kümmert. Seine Arbeit ist vertraulich und er untersteht mir persönlich. Wenn Sie sich bei Fragen und Problemen also bitte an mein Büro. Dr. Bellamy. Oh, ich wollte die Part beenden, ne? Guten Morgen. Vorhin ist das Transportshuttle mit der Lieferung Chlortrifluorid eingetroffen. Sie wurde abgeladen und wartet nun im Frachtraum A auf Sie. Machen Sie sich bitte zu Beginn Ihrer heutigen Schicht mit den entsprechenden Verhaltensprotokollen vertraut. Sie werden nämlich die Glücklichen sein, die diese Lieferung zum Treibstofflager eskortieren dürfen. Wahrscheinlich ist das explodiert. Ich muss Sie vermutlich nicht daran erinnern, was Chlortrifluorid anrichten kann, wenn es nicht ordnungsgemäß behandelt wird. Wahrscheinlich explodiert es. Fragen Sie einfach in Inak. Gehen Sie nach Protokoll vor und alles wird gut. Sobald die Lieferung gesichert ist, können Sie sich den Rest Ihrer Schicht freinehmen. Gern geschehen. Ja, gut. Ich habe das Gefühl, das Zeug explodiert. Explodiert. Oder... Moment. Es explodiert. So, aber ich würde sagen, ich beende erstmal den Part. Wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bye.